Also mich hat inspiriert meine Cousine zum Interismus gehen. Sie macht nämlich im selben Bereich eine Ausbildung und hat vorgeschlagen, dass Tourismus auch was für mich sein kann, was sich jetzt nicht auch bestätigt hat. Und mich inspiriert auch einfach der Fakt, dass ich nach der Schule, dass mir alle Wege offen stand im Tourismus, sowohl auch in anderen Bereichen. Das Highlight von einem Arbeitstag ist für mich auf jeden Fall der Arbeitsservice, wenn ich irgendwo helfen darf. Weil da merkt man, also da ist man voll im Geschehen und merkt mal, wie viel es einem abverlangt, wenn man sich konzentrieren muss, dass wirklich alles gut getaktet sein muss. Mir gefällt am besten im Lehrbetrieb unser Team. Wir sind ein sehr junges Team und also wir haben einfach eine super Stimmung und es macht eigentlich immer Spaß zum Arbeiten. Meine Eltern waren eigentlich voll begeistert, als sie gesehen haben, dass ich in Tourismus will. Jedes Restaurant, jedes Hotel, jeder Betrieb kocht anders, funktioniert anders und darum ist, glaube ich, auch wichtig, dass sie in ihrer Ausbildungszeit oder halt in der Schule, wo sie sind, mehr in diesem Praktikum, was sie machen, auch in verschiedene Betriebe gehen. Weil wenn man mit Praktikas arbeitet, dann ist es immer von Vorteil, wenn sie dann wirklich 2, 3 verschiedene Betriebe haben. Somit lernen sie, okay, es gibt ganz viele verschiedene Küchenstile, Führungsstile, einfach rein von der Produktion her läuft vieles anders. Oder? Wir arbeiten zum Beispiel ganz viel mit Tieren im Ganzen. Das heißt, bei uns läuft das Ganze schon ganz anders ab, die ganze Menügestaltung. Jetzt speziell auf uns bezogen, einfach eine komplette Ausbildung kriegen, in dem Sinn vom Produkt, wie es hineinkommt, im Ganzen, also sprich ganzes Tier und dann wirklich Nose to Tail bis zum Schluss werden die ganzen Tiere verwertet. Und ich glaube, dass sie da bei uns eigentlich einen recht guten Partner für dieses Praktikum quasi gefunden haben, für diese 2 bis 3 Monate, was sie bei uns sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wie in was für einem Alter sie zu uns kommen. Also sprich, wenn sie mit ganz am Anfang mit 15, 16 zu uns kommen, kriegen sie natürlich ein bisschen ein anderes Package mit, als wenn sie jetzt mit 16, 17 zu uns kommen und ein Praktikum machen. Je nachdem, wir gehen da relativ individuell vor. Jede Person ist bei uns ein bisschen anders und so können wir das eigentlich ganz gut feststellen, gleich mal in der ersten Woche, wo sie gut dazu passt, also sprich, wo in der Küche oder wo im Servicebereich, wo man sie da gut einsetzen kann, wo man ihnen gut was beibringen kann.